Englisch hat er schon gut gelernt in der Beziehung, gell? Perfekt. Die Norweger, ähnlich wie die Schweizer, die können doch, wenn sie auf die Welt kommen, vier Sprachen. Die haben einen Vorteil, gell? So, hier ist der Gesamtweltcup-Sieger, hier ist der beste Skifahrer der Gegenwart, hier ist ein Riesentorlauf und Super-G-Weltcup-Sieger. Die Kugel hat er schon, der will Punkte holen, hier um vielleicht auch noch Rekorde zu brechen. Marco oder Matt, und das ist gnadenlos. Aber schon aber richtig. Aber voll die engste Linie beim ersten Übergang drüber. Auch da legt das eng an, lässt sie herdrehen zum roten Tor. So. 5 von 7 Super-Gs in dieser Saison hat er gewonnen. In den anderen beiden, zweiter und dritter, immer auf dem Podest. Nur bei der WM Rang 4. 5 in einer Saison an Super-Gs gewinnen. Das Wahnsinn. Ist vorher noch keinem gelungen. Unglaublich. Boah, die ist ja fein durchgefahren, da hat es nicht einmal irgendwie aufgestaut bei dieser langgezogenen Rechtskurven. So, jetzt allerdings ist es nur mal eine Hundertstel Sekunde. Marco Schwarz, dem geht jetzt der Puls nochmal hoch. Boah, der lässt ihn da drüber schauen. Das war gut, das war sehr stark. Und jetzt kommen die Kurven. Gibt die Pisten das noch her, dass er sofort wieder Marco. Kurz einmal leichte Innenlage gehabt, aber der zirkt ihn. Der lässt den Ski laufen. So, 103,7, es wird dem auch fast zu schnell in dieser Kurve, aber er ist richtig flott. Oh, der ist schnell. Das ist brutal. Der fährt noch einmal einen dick Frecher rein. Ja. Das ist ein unglaublicher Wahnsinn. Skifahrer. Marco Odermatt am Ende der Saison noch immer voll extrem bei Kräften. Stark. Was wieder für eine super Zeit. 1,23. 91. Stark. Nochmal knapp 3 Zehntel schneller als Marco Schwarz, der damit auf den ersten Speedsieg ein bisschen noch warten muss. Aber möglicherweise hier dann auch erstmals auf ein Speedpodest fährt. Schauen wir mal.